Der Mann steht jetzt in 100 Metern Höhe und wird jetzt, er springt! Oh mein Gott, er ist aus 100 Metern in einen Pool gesprungen, was? Yo, what's poppin', Leute, herzlich willkommen zu diesem Video und wir lieben doch alle Pools. Komm, sind wir doch ehrlich, wir lieben Pools, ich liebe Pools, du liebst Pools, Manfred da hinten in der Ecke liebt Pools. Juhu. Wir schauen uns also heute die krassesten Poolclips überhaupt auf der Welt an mit den Rekorden und sonstigen, deswegen, Ladies and Gentlemen, wenn ihr schon immer, ich hab wie immer einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr keinen Pool zu Hause habt, ja, ich kenne einen Trick, wie ihr einen bekommt, mir steht irgendwo abonnieren. Bei manchen ist das so, wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf diesen Knopf. Ihr werdet instant einfach so einen Pool in eurem Garten vorfinden. Die Magie Gang zusammen, wir bauen alle uns gegenseitig Pools auf. Ja, wir halten alle zusammen, wir alle haben dann einen Pool, so sieht's aus. Werdet Teil der stärksten Gang auf ganz YouTube, man. Und deswegen, let's go mit den Clips, baby! Okay, was haben wir jetzt? Jimmy, was machst du da? Jimmy steht auf einem Stuhl und schüttet sich Wasser über die Füße. Arschgeile Nummer, let's go. So, er wirft die Flasche. Nein, er wird nicht reinspringen, oder? Jimmy, nein! Ich bin mir 100% sicher, Jimmy wird verkacken. Jimmy, hör auf mich, spring nicht in diesen Pool. Nein! Stopp! Don't, that's... Ah, Jimmy! Jimmy, ich hab's dir doch... Oh mein... Jimmy, ich hab's dir gesagt, Bruder. Jetzt hängt der... Was hängt denn jetzt? Ach, er hängt in dem Stuhl drinnen. Ja, moin. Perfekt, Bruder. Lief gut? Alles klar? Daumen hoch von mir. Jimmy. Ich muss sagen, von 0 bis 10 Punkten, Jimmy hier in der wirklichen, ich sag mal, in der Marki-Spring-Kategorie-Punkte-Bewertungsshow. Von 0 bis 10 Punkten bekommst du eine minus 4 von mir. Aber wisst ihr, was das Traurigste an diesem Clip ist? Wisst ihr, was das Traurigste an diesem Clip ist? Wir haben heute einen Stuhl verloren. Ey Leute, direkt mal eine Abstimmung, okay? Direkt eine Abstimmung. Habt ihr schon mal am Schwimmbad einen Sprung gewagt und diesen komplett vermasselt, das heißt einen Bauchplatscher gemacht, irgendwie voll dumm aufgekommen, das tat übel weh? Ja oder nein? Hier oben könnt ihr abstimmen, stimmt mal ab. Ich hab schon so viele Bauchklatscher hinter mir, Digga. Alles klar, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Oh, okay. Okay, da läuft jemand über... Ist das gefroren? Ich glaube, er läuft über einen gefrorenen Pool, Bruder. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass du da reinjumpst. Nee. Jimmy 2.0. Hör auf. Er macht. Okay. Er will es tatsächlich wagen, glaube ich, in einen gefrorenen Pool zu jumpen. Ich bin mir 100% sicher, er wird komplett erfrieren. Er langt also jetzt hier gerade die Eisplatte an, verschiebt die und will die... Ich glaube, der schiebt die weg, damit er durchjumpen kann. Hat jetzt die Eisplatte verschoben. Bruder, was machst du da? Jimmy! Was ist heute mit den ganzen Jimmys los, Alter? Ohne Witz, Leute, ne? Jimmy Merch incoming, ich sag's euch. Okay, jetzt gucken wir mal. Was macht er? Nein, hör auf, Bruder. Er will es wirklich wagen. Er stellt sich hin. Regie, können wir spannende Musik haben? Let's go. Jimmy steht außen am Schwimmbecken. Er will gleich reinspringen. Er fasst nochmal das Wasser an. Denkt sich. Oh. Ah, der ist reingejumpt. Okay, das war's komplett. Das war's. Digga, was war das? Der Gesichtsausdruck! Alles klar, Jimmy. Grandiose Leistung. Grandiose 1A. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin unscharf. Kamera! Das Ding ist, was erwartet man, wenn man in einen gefrorenen Pool springt? Was hat er erwartet? Hat er irgendwie erwartet, yo, ich jump da rein, auf einmal steht Megan Fox neben mir? Hat er irgendwie erwartet, yo, ich jump da rein, morgen ist mein Geburtstag? Hat er irgendwie erwartet, yo, ich jump da rein und dann kommt irgendeine Knossi-Einblendung oder was? Oh mein Gott. Was um alles in der Welt ist denn das? Bruder, das Wasser ist grün, braun, da sind Algen drin, da sind... was um alles in der Welt, Digga? Er filmt diesen Pool, aber bitte sag mir nicht, dass da jetzt jemand reinspringt. Wenn da jemand... Nein, da steht jemand. Oh mein Gott, bitte tut's nicht. Bitte, sei doch nicht so! Matthias, was hast du vor? Er macht einen doppelten Daumen nach oben, das bringt jetzt auch nichts mehr. Matthias, wenn du da reinspringst, ich fahr zu dir. Der Hund denkt sich auch nur, Matthias... Was bist du schon wieder für ein gestörter Bengel hier? Matthias, geh zum Sprungbett. Nein, mach es bitte nicht. Mach es bitte nicht. Er macht es. Wenn er es macht, die Decke fliegt... Meine Decke fliegt durchs ganze Zimmer. Nein, bitte nicht. Matthias, bitte nicht. Halte dich zurück. Hast du das Wasser angeschaut? Matthias steht am Sprungbett. Sprungbett wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Sprungbett. Matthias, don't do it. Hab Mathe im Kopf. Physik. Chemie. Biologie. Er geht runter. Gott sei Dank, Alter. Nein, er geht wieder hoch. Matthias, hör auf. Mathe, Physik, Quantenphysik, Biologie, chemische Formel, Wurzel 7. Bitte kann ich dich überzeugen. Nein. Oh mein Gott, Matthias, du...
Was machst du denn da? Wieso springst du rein? Das Wasser ist schwarz, Matthias. Oh Gott, ich kann... Look at the black. Wer um alles in der Welt geht durch die Nachbarschaft und denkt sich, ach, so ein schönes Gebäude hier. Was ist denn das? Ein verdreckter Pool? Mama, hast du meine Badehose dabei? Ich würde gerne mal wieder schwimmen gehen. Schaut euch mal das Wasser an. Digga, das ist dunkler. Digga, ich will nicht mal drüber nachdenken, was da drin ist. Was ist denn das alles? Das ist so verdreckt und der Pool ist komplett verranzt. Nein, Matthias, wenn du nochmal da reinspringst, ich schwör's dir. Matthias, wenn du nochmal da reinspringst, dann fliegt irgendwas durch die Gegend. Dann fliegt irgendwas gewaltig durch die Gegend. Trau dich nicht. Matthias, trau dich nicht. Hör auf. Geh da runter. Forder mich nicht heraus. Matthias, geh. Matthias, ich hab gesagt, geh da runter. Wieso sprichst du da? Oh Gott, nein. Zweimal! Das ist ungefähr genau das gleiche, wie wenn ihr Hundekacke auf dem Boden seht. Ihr steigt mit euren neuen weißen Schuhen da rein und denkt sich, hey, das war gar nicht so schlimm, gleich nochmal. Okay, Ladies and Gentlemen, wo sind wir jetzt? Wir haben einen Turmspringer und oh mein Gott, nein. Das, Digga, da steht Weltrekord im Sprung. Das Video heißt Sprung aus 100 Meter in ein Swimmingpool. No way, guckt euch das an. No way, Bro! Oh mein Gott, er springt jetzt in den See aus 100 Meter Entfernung oder was? Das ist ein... Ich dachte, das ist der See! Oh mein Gott, das geht ja in den Pool hinein. Ich dachte, der springt in den See. Das ist lebensmüde. Das ist lebensmüde. Habt ihr gesehen, wie hoch dieser Typ ist? Ich glaube, ich spinne. Er steht oben, konzentriert sich komplett und hält sich an der Stange fest. Ich will nicht wissen, was man da für eine Konzentration braucht, was man da für einen Mut braucht. Der Typ reibt sich jetzt die Hände. Er wird gleich aus 100 Metern, anscheinend 100 Metern, in einen Pool springen. Er macht es. Er springt. Er macht ein Salto. Oh mein Gott, er ist gelandet. Hallo, Digga, was um alles ist er? Geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Digga, das kann nicht gesund sein. Ihm geht's gut, er schwimmt. 100 Meter entfernt. 100 Meter in einem Pool. Weltrekord. Er hat es geschafft. Hier sehen wir die Wiederholung. Er macht einen Salto. Macht danach noch eine Schaube oder sowas, glaube ich. Er macht noch so eine Schaube. Und landet danach perfekt, glaube ich. Ja, fast perfekt im Wasser. Genau. Da gibt es Leute, die sagen, yo, keine Ahnung, ich mache einen 10 Meter Rückwärtssalto in dem Pool. Geiles Ding. Dann gibt es Leute, die sagen, yo, ich springe heute mal vom 10 Meter Turm. Heute versuche ich mal gerade in das Wasser zu springen. Und dann kommt der Rick Charles und geht komplett auf die Mutter von jedem. Ohne Scheiß an der Stelle Applaus an den Typen. Ich habe noch nie sowas Heftiges gesehen, Ladies and Gentlemen. Der springt einfach von 100. Wie? Was? Was ist mit dem Kopf von ihm los? Aber anscheinend, ja, ihr seht es, wir haben anscheinend genau die gleiche Location nochmal. Und seinen Bruder, glaube ich, oder seinen Kumpel, der jetzt auch diesen Sprung wagen möchte. Rick Winters möchte diesen Sprung auch wagen. Auch aus 100 Meter Höhe in einen Swimmingpool. Nicht in irgendeinen See, nicht in irgendein Meer. Ihr seht hier die Kamera von oben. Das ist geisteskrank. Wie kann man sich da trauen? Ich bin mir nicht sicher, ob es genau die gleiche Höhe ist wie der Typ davor. Das vorhin sah ein bisschen höher aus, ne? Muss ich ehrlich sagen. Aber wir schauen jetzt mal. Es ist, glaube ich, die gleiche Location. Der Typ macht sich warm. Er schüttelt seine Arme aus. Mal schauen, was er für einen Sprung jetzt liefert. Auch aus ungefähr 100 Meter Entfernung. Er hält sich immer noch fest. Alles wackelt. Bro, das wackelt wie nochmal was. Wie kannst du da oben stehen und gleich runterspringen? Schaut euch das mal an. Das ist null. Oh Gott, wie der allein das Hochklettern und so. Oh Gott, er steht da ohne Sicherung rum. Oh Gott, Bro, was machst du mit mir? Was hast du vor? Er steht oben, streckt die Hände aus. Was kommt jetzt? Macht er einen Salto? Macht er irgendwas? Was? Er lässt sich fallen. Er macht einen Rückwärtssalto. Und eine normale Drehung. Und landet, glaube ich, perfekt. Geht's ihm gut? Hat er es überlebt? Alles super? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alle klatschen. Wo ist er? Da ist er. Ihm geht's gut. Nein, das war zu viel. Das war zu viel für mich. Ladies and Gentlemen, ich kann das nicht.
Ich kann das nicht mitmachen. Ohne Witz, Leute, ich will nicht wissen, wie viele Jahre er für diesen Sprung trainiert hat, weil das unglaublich, unglaublich schwer und eine unglaublich hohe Körperbelastung, wenn ihr aus so einer Distanz in das Wasser klatscht, dann fühlt es sich ja schon fast an wie Beton oder so. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, Leute, ist, dass ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen könnt für diese Aktion und ein kostenloses Abo, wenn ihr neu seid. Denn das war das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe gerade einen kleinen Sprachfehler gemacht. Ich hoffe, keinen von euch ist es aufgefallen. Wenn es euch aufgefallen ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt meinen Sprachfehler entdeckt. Wenn es euch gefallen hat, checkt das letzte Video ab. Hier geht es nämlich darum, dass eine Glasscheibe zu dünn war. Und ihr könnt es schon am Thumbnail sehen, da geht es auch zur Sache. Klickt drauf, schaut es euch an. Ich bin raus. Erstmal den Salto vom Einser üben.